B1.5. Punkte En, die wie die Punkte Dn auf der geraden G liegen, sind zusammen mit den Punkten An und Dn die Eckpunkte von rechtwinkligen Dreiecken AndnEn mit den Hypotenusen AndN. Zeichnen Sie das Dreieck A1D1E1 für x gleich minus 1 und das Dreieck A2D2E2 für x gleich 6 in das Koordinatensystem zu 1.1 ein. So, hier unten haben wir die Zeichnung. Und jetzt heißt es hier, die Punkte dn, also en, liegen wie die Punkte dn auf der Geraden. So, und was wissen wir noch? Sie bilden rechtwinklige Dreiecke mit der Hypotenuse andn. Das heißt, die Strecke andn, das ist diese hier, ist die Hypotenuse und liegt somit dem rechten Winkel gegenüber. E liegt hier irgendwo unten auf der Geraden. Und jetzt muss man den Punkt E so finden, dass es rechtwinklige Dreiecke entstehen mit andn als Hypotenuse. Das funktioniert ganz einfach, indem man das Geodreieck benutzt und dieses Geodreieck so hinlegt, dass man hier quasi einen rechten Winkel drin hat. Und dann halt so lange verschiebt, bis diese Strecke dann auch durch A hindurchgeht. So, jetzt etwas genauer gezeichnet. So, das gibt als erstes hier diese Strecke mit E1 und das gleiche passiert beim zweiten Parallelogramm auch. Hier den rechten Winkel und hier E2. Ja, und mehr sollte man glaube ich gar nicht machen. Genau, beides einzeichnen und dann ist man schon fertig.